drunk like to be high. Never gave a fuck about the stars in the sky. This is my reality. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Just Bring It Podcast. Heute wieder mal mit einem Nerd-Thema in der Corona-Zeit, sagen wir es mal einfach, wie es ist. Ich habe heute mich mit zwei Herren getroffen von der Band Secret, die ihr gleich hören werdet. Und wir sprechen heute über Musik in der Krisenzeit und wie man mit Musik durch die Krise kommt. Und so habe ich einmal den Roger dabei. Hallöchen. Hi, grüß euch. Und einmal den Flo. Moin, Mahlzeit. Hallo ihr zwei. Ja, wir haben eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Corona-Zeit, der eine darf, muss arbeiten, der andere darf, muss zu Hause von zu Hause lernen. Ich sitze auch zu Hause, darf von zu Hause arbeiten. Wie fühlt ihr euch aktuell in der Zeit? Ja, ein bisschen hilflos teilweise, ein bisschen ausgeliefert. Ist halt eine komische Situation, ne? Dinge, die man bis vor ein paar Wochen noch als selbstverständlich gesehen hat, sind jetzt nicht mehr selbstverständlich. Und das finde ich schon anstrengend. Aber ich finde es auch notwendig, definitiv. Und wie ist das bei dir? Ja, ich meine, ich hätte jetzt Lernphasen gehabt in Kassel, also Seminare und so weiter, das ist jetzt abgesagt worden, aber jetzt muss ich ja von zu Hause aus lernen. Ist jetzt... Ja, es geht. Ne? Also ich meine, ich kann nochmal einkaufen gehen. Also ich habe jetzt persönlich nicht so Rieseneinschränkungen. Ja, wir müssen alle einfach jetzt mit der Situation umgehen und richtig umgehen. Ne? Das ist gar nicht das. Den anderen auch unsere. Hallo? Ja. Okay, sorry. Dass alle Konzerte abgesagt worden sind jetzt. Also wirklich alles, die 4, 5, 6 Gigs, die wir haben, erstmal auf Eis sind und. Ja, das ist so unser musiktechnisch der größte Einschnitt. Mhm. Wir dürfen rechtlich ja auch nicht proben, ne? Weil ja, ihr seid 2 zu viel. Richtig. So sieht's aus. Und nicht nur, dass wir selber nicht live spielen können, es gibt halt momentan generell keine Konzerte draußen. Ich habe es gemerkt, letzte Woche, da hat der Hans-Rudolf Kunze ein Wohnzimmerkonzert gemacht. Da habe ich zugeschaut. Und das war richtig geil, war trotzdem halt was anderes, als wenn man halt in den Club geht oder so. Aber es war zumindest mal wieder so was wie Live-Musik. Und ich wünsche mir halt, dass es viele andere jetzt auch machen werden. Ja, das ist zu hoffen. Und dass es halt auch dann trotzdem schnell vorbeigeht, damit wir wieder wirklich live erleben können. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ziel, also mein persönlicher Traum und Wunsch ist es, so schnell wie möglich wieder auf einer Bühne zu stehen und gemeinsam mit den Leuten auszurasten. Ich glaube, wenn das irgendwann mal so der Fall sein wird, wird das wie so ein Ventil sein, dass die Leute jede Möglichkeit wahrnehmen, um wirklich dann im positiven Sinne ausrasten zu können. Ja, ich denke auch. Lasst uns mal kurz über eure Band sprechen. Viele kennen euch ja, aber dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt, wer ist denn Secret? Was macht ihr für Musik? Das möchten wir einmal wissen. Der Flo sagt nichts, dann sage ich das mal. Also Secret sind 4 Jungs aus dem Ruhrpott, / Freiburg. Freiburg im Ruhrpott. Ist der Flo am Gesang, da ist der Jensen am Bass, der Why Not an der Gitarre und meine Wenigkeit, der Roger, am Schlagzeug. Uns gibt es seit 2016. Wir haben im Oktober letzten Jahres unser erstes Album veröffentlicht und spielen da, wo man uns haben will und wo es eine Steckdose gibt. Und ja, uns hat die Corona-Sache jetzt natürlich auch das Fundament des Live-Spielens halt weggenommen. Ich muss dazu sagen, wir leben nicht von der Musik. Da geht es anderen Künstlern bestimmt bedeutend schlechter. Aber dennoch ist es halt unser Baby, unser Hobby und da stecken wir jede freie Minute halt rein und jeden freien Euro auch. Ja, das ist halt, wenn man Musiker sein möchte, das ist auch, glaube ich, die ersten Jahre, braucht man nicht drüber nachdenken, ob da auch nur im geringsten Maße das zurückkommt, was man reinsteckt, oder?
Genau, aber unser Ansporn ist einfach, geile Musik zu machen, geile Songs zu machen, diese aufzunehmen, Platten zu machen und halt live zu spielen. Und das war in den letzten Monaten und Jahren halt richtig geil. Und bei uns hat man auch wirklich eine Entwicklung gesehen von den ersten Demo-Aufnahmen, Demo-Video, was wir bei Facebook damals hochgeladen haben, bis hin dann zur Aufnahme. Und größere Sachen haben wir ja auch gespielt, Essen Original und so. Das war schon ganz geil und ich hoffe, dass es nach dieser Scheißkrise weitergeht. Ja, Also ich ganz bin ja ehrlich. schon froh, wenn Ja, wir muss. einigermaßen dann wieder Gigs bekommen und spielen können. Ich denke, es wird sich vieles verändern. Viele Clubs oder Locations, die stehen jetzt halt auch vor der Existenzfrage, ne? Und das wird nicht so einfach sein, an Gigs zu kommen. Das war vor der Krise schon nicht so einfach und es wird bestimmt nicht leichter werden. Aber wir sind bereit, wenn wir gefragt sind und gefragt werden, und dann spielen wir wieder. Ja, das ist schon mal schön zu hören. Dann lass uns noch mal einen Blick zurückwerfen in die Vor-Corona-Zeit. Du hast gerade schon eure Platte angesprochen. Ihr hattet dazu so eine schöne Record-Release-Party im Wohnzimmer vom Flo. Sagen wir es mal so. Richtig, im Wohnzimmer von Flo. Flo, sag doch mal was. Ja, genau. Ja. Das war schön, ne? Das hat Auf Spaß jeden Fall. gemacht. Erzähl War das mal, letztes wie Jahr es dazu 20, kam. das war vor ziemlich, genau einem Jahr war das, ne? Ach so, nee, Quatsch, nee, nicht im Proberaum, die Geschichte in der Scheune. Ja. Ja, richtig. Wir haben halt überlegt, was machen wir und Release-Party, ja, nein. Dann hat sich der Release halt ein bisschen nach hinten verschoben, weil ja, es wird halt dann gefeilt an so einem Album. Da sagst du halt nicht irgendwann so fertig und raus, sondern ey, da guckst du hier noch und da noch. Und ja, das, und dann ist es halt auf die Scheune gefallen in Duisburg. Ich habe da früher gewohnt, das ist so meine Garage, also nicht in der Scheune, sondern nebenan direkt. Und es ist eine absolut geile Location. Für einen kleinen Euro mieten können. Und ja, mega Sound gehabt. Super Publikum, es war ein genialer Abend. Also Ja, besser hätte muss man so man eine sich sehen, Release-Party was auf nicht jeden abfeiern Fall. können. Bitte? Ich sagte, musikalisch gesehen war es auf jeden Fall ein super Abend. Das ist super gut angekommen. Und hatten Spaß. Und ja, wir hatten ja auch im Vorfeld des Albums ein Crowdfunding gestartet. Das war auch sehr erfolgreich, wo wir erst uns gar nicht so viel von versprochen hatten. Aber ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, knapp 5.000 Euro oder so haben wir da gemacht. Und beziehungsweise haben die Menschen uns netterweise gegeben, sodass wir da wirklich dann neuen Spielraum hatten, auch fürs Album und für die Release-Party. Nochmal an dieser Stelle vielen Dank. Mega. Und es geht weiter. Es wird definitiv weitergehen. Dankeschön. Ihr habt ja danach auch weitergemacht. Ein paar Konzerte. Ihr habt sogar, war das Anfang dieses Jahres der Bandcontest, wo ihr dabei wart? An den erinnere ich mich jetzt, weil wir noch da waren. Ja, War der, ne? war er. Ach, das war dieser Bandcontest, wo wir irgendwie mit 3 zu 1 zu 1 zu 1 zu 0 Stimmen gewonnen haben. Das Ja, war richtig geil. genau. Ja. Der war vom Marketing, vom Veranstalter jetzt nicht so gut, aber trotzdem, die Location war ganz cool. Auf jeden Und Fall. eure Musik und Ja, auch Palast im Bochum. die anderen, die da waren, die waren auch nicht schlecht, muss man sagen. Das war schon interessant mal zu sehen. Hat Spaß gemacht. Wie war das für euch, Da so merkt ein man mal wieder, was Werbung Bandcontest? ausmacht oder halt Ja, keine Werbung. Das richtig. ist. Damit steht und fällt alles. Wie war das für euch, dieser Bandcontest an sich, wenn jetzt da entsprechend noch mehr Publikum gewesen wäre, aber von der ganzen Art, habt ihr sowas schon mal gemacht? War das das erste Mal, dass ihr an sowas teilgenommen habt? Wie ist das Also so? ich hab das mit diversen Bands früher schon mal gemacht. Für mich ist das, also ich blende das immer so Contest, blende ich immer so ein bisschen aus. Also für mich oder für uns ist es immer eine Möglichkeit halt, live zu spielen und ich finde auch, dass Musik gerade jetzt auf unserem Niveau, das soll jetzt kein Konkurrenzdenken sein oder sonst was, sondern gemeinsam was auf die Beine stellen. Und das sehe ich auch nach wie vor so. Wir haben einfach das gemacht, was wir am besten können, live performt, gut performt und haben dann, dank Claudia und ihrem Freund, vielen Dank nochmal, mit 2 Stimmen Vorsprung haben wir dann den Auswärtssieg. Cool. Ich muss das ja auch mal so sagen, wie es war. Also andere würden sich da, wer weiß was, sich einen für fertig machen. Das war ein schöner Tag. Wir hatten auch einen super Catering-Bereich vor der Tür, war so ein Pommesstand, das war richtig lecker. Du konntest vorher noch Günnis Getränke Imbissbude einnehmen oder und sowas, so ne? richtig schön einkaufen. Ich gehe ja immer so gerne einkaufen, damals noch ohne Sicherheitsabstand. Und das war einfach ein toller Tag. Ja, ist mal was ganz anderes, was man da erlebt, ne? In Genau. kleiner, gemütlicher Atmosphäre mit anderen Bands zusammen.
Was hattet ihr noch für Konzerte in der Zeit, seit der Record Release Party bis zu dem Moment, wo es nicht mehr ging? Resonanzwerk. Das Also war Hardwerk das ist auch. letzte Ding. Das war richtig, richtig geil, weil das super organisiert war. Leider waren jetzt nicht so viele Zuschauer da, aber auch nicht so wenig. Aber von der Organisation her und so war das einfach mega. Und die Leute, die dahinter sitzen im Resonanzwerk, die reißen sich wirklich da jeden Tag den Hintern auf. Und die sind jetzt halt auch in ihrer Existenz bedroht, was doppelt und dreifach wehtut, weil der Laden ist einfach eine super Location und wir haben da wirklich total gerne gespielt und wollen da auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder hin. Ja, das vergessen, glaube ich, viele, dass gerade auch die Locations jetzt extrem bluten da dran, an dem, was da passiert, ne? Ja, denen fallen ja sämtliche Einnahmen weg. Einfach mal so weg. Also auf null. Und die Kosten, die laufen ja weiter, die zu bezahlen haben. Die ganze Pacht und das, weiß nicht, dann haben wir gar keine Vorstellung von, was da eigentlich richtig dranhängt. Ja, richtig. Das ist, glaube ich, etwas, was man nicht vergessen sollte, dass man auch wirklich, wenn es wieder geht, auch wirklich mal sagt, ich fahre mal zu einer Location hin, wenn da was ist, was mich interessiert, und bezahle einfach da mal, damit die auch weiter existieren können. Genau, Natürlich nicht genau. vergessen. Irgendwann hast du Netflix auch durch. Weißt du, da hast du Netflix durch, Amazon Prime und dann, ja, dann noch zu Hause sitzt, weiß ich auch nicht. Ja, Ja. so habe ich das auch gemacht. Als ich YouPorn durch hatte, ey, da bin ich auch wieder Ja, raus. da gibt's Da für alle. brauchte ich auch schon Sicherheitsabstand, aber aus anderen Gründen. Obwohl, du warst doch vorher alleine, kriegst du doch nichts, geht Nein, doch. nein. Ach ja, lasst uns mal über euer Album sprechen. Ihr habt ja gesagt, ihr habt das mit der Release-Party, ist es halt rausgekommen. Wie läuft die Vermarktung vom Album ab und wie kann man da bis jetzt so Erfolge messen? Oh. Also sagen wir so, die Erfolge, also wir haben, das ist ja so, also das Album geht über einen, oder wird über einen Vertrieb vertrieben. Die machen das für uns quasi. Also wir müssen es nicht selber vertreiben. Wir haben auch selber eine Charge an CDs bekommen, die wir dann in Eigenregie unter die Leute bringen konnten. Da war mit der Record Release Party, war das schon weg. Also unser Erstbestand, sagen wir so. Und ansonstige Zahlen haben wir bis jetzt noch nicht. Wir haben noch keine Verkaufszahlen bekommen. Die Abrechnungsperioden sind halt immer nur halbjährlich. Und jetzt war die erste Periode da, Ende März. Und wir warten jetzt halt auf die Zahlen. Also, das ist schwierig einzuschätzen. Bei Amazon war sie zwischendurch ausverkauft am Anfang. Das war natürlich schon geil. Und wenn man so den einzigen Indikator, den wir jederzeit abrufen können, ist Spotify. Da kannst du halt sehen, wie viele monatliche Hörer man hat, wie viele Leute gerade einen Song hören und so weiter. Das sind so also Zahlen, Daten, faktenmäßig ist das das Einzige, was wir, wo wir als Band selber direkten Eingriff drauf oder Zugriff drauf haben. Ja, und wir merken es auch bei Facebook halt, dass wir ein paar mehr Likes haben und so. Jetzt noch nicht die Welt, also alle da draußen, die uns noch nicht kennen, checkt mal unsere Seite auf Facebook, Secret. Am besten mal checken, was wir so machen. Im noch besseren Fall uns gut finden und im noch besseren Fall uns liken und uns mit Fanpost belagern. Dankeschön. Überschütten. Was haben wir? Ich sage überschütten mit Fanpost, bitte. Ja. Genau, überschütten. Mir fehlte das Wort gerade. Ich habe noch nie einen Fanbrief gekriegt, also so einen richtigen handgeschriebenen. Na gut, dafür schmeißen sie dir immer die Stümper auf die Bühne, also. Unterhosen und BHs, ja, die hängen alle bei Roger am Schlagzeug im Proberaum. Ja, aber nur die Männerunterhosen. Ach so. Die Mädchen-BHs und so, die packe ich meistens weg, weil mir das doch unangenehm ist. Aber so die Jungs-Unterbuchsen fallen, die so ab 3XL aufwärts, das gefällt mir Captain schon. Blaubeer drauf. Ja, Braunbär. Captain Braunbär in 3XL, genau, ja. Sind auch mal gut, ein bisschen den Sound zu dämmen, wenn man nicht so laut spielen darf. Ne? Dann kann man die mal. Genau. Die kommen alle immer die Western rein, deswegen klingt die so toll auf dem Album. Aber sonst auch, wie gesagt, also Facebook und ganz wichtig also für jeden Künstler, den ihr unterstützen wollt, in irgendeiner Art und Weise, ist halt, wenn ihr den Künstler bei Spotify unterstützt, supportet und auf Follow klickt. Es gibt da diesen Button, der ist echt schwer zu übersehen. Ja, einfach Follow klicken und dann kommt man halt in die Algorithmen rein und Spotify ist halt heutzutage das Mittel, um ja neben Live-Spielen bekannt zu werden. Ist leider so. Die Zeiten haben sich geändert. Auch jetzt mit Corona hat sich das nicht geändert. Deswegen Spotify, Facebook, überall. Einfach einen Daumen nach oben da lassen. Tut nicht weh. Genau. Bei Apple Music funktioniert das übrigens auch wunderbar oder Ja, bei prima. Tidal. Das ist total cool. Findet man uns auch. Checkt das einfach mal.
werden das alles nochmal hier verlinken mit in der Podcast-Beschreibung, damit ihr das noch leichter finden könnt Ja, und die super. Jungs unterstützen könnt. Ja, dann sind wir jetzt einmal die Reise durch die Vergangenheit. Lasst es mal in die Gegenwart kommen. Es standen eigentlich ein paar Konzerte an, die jetzt alle abgesagt wurden durch Corona. Was hattet ihr denn auf dem Plan eigentlich? Was sollte denn kommen? Ich weiß nicht, Festivals hatten wir, glaube ich, irgendwie ein, zwei Lager, Ja, groß. Lagerrock, Rock im Garten Ja, Rock im und Vorgarten, Rock im Hauptgarten, Rock im Fernsehgarten. Ah, nee, da war jemand Rock bei anders. mir, Rock bei dir. Ja, genau. Und Parkhaus war, Parkhaus Meiderich in Duisburg war auch Jo. angesagt, ist auch weggefallen und Auch eine sehr tolle Location, die hoffentlich auch bestehen bleibt. Genauso wie jetzt Steinmark-Ufer Krefeld oder Freakshow Essen. Alles so geile, geile Locations. das war halt für uns so, jetzt so nach dem Release, so yay, die ersten Konzerte, wo die Platte draußen ist. Vorher haben wir halt nur Konzerte gespielt ohne Platte, also vor dem Release halt. Und es war halt spannend und ja, jetzt ist leider alles erstmal auf Eis gelegt. Ja, Vielleicht das werden die ein oder anderen Sachen nachgeholt, aber ja, das weiß man jetzt noch nicht, ne? Wie geht ihr als Band mit der Corona-Krise um? Was könnt ihr überhaupt machen in der Zeit jetzt? Wir machen das so wie vorher, wir proben nicht, weil wir eine chronisch faule Band sind. Nein, wir haben natürlich Genau, wir auch üben schon nicht. geprobt, aber jetzt machen wir natürlich viel über, ja, hier über Skype zum Beispiel. Wir schicken uns Songideen hin und her. Ich habe die Möglichkeit hier zu Hause zu trommeln. Meine Nachbarn feuern mich auch immer wieder schön an, klatschen nicht immer im Takt, das ist mir scheißegal. Also wir können hin und her Songs schreiben und aufnehmen und da sind wir jetzt fleißig dabei. Ja, was ihr leider ja nicht könnt, ihr könnt keine Livestreams machen, weil ihr halt zu viert seid. Man darf nur bis zweimal zusammen sein, ne? Genau. Und das dann synchron zu Ja. kriegen von zwei Standorten, das funktioniert irgendwie nicht. Ne, ich glaube, da ist immer so eine Latenz dabei, ne? Ja. Irgendwie so ganz, Ja, genau. ja, Erstmal. vielleicht kann man mal irgendwie was zusammenschneiden, aber da habe ich leider keine Ahnung von, weil ich nur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 mache. Ja, ist schwierig, ne? Wie bleibt ihr denn bekannt in der Zeit? Was macht ihr so, um in den Ohren oder auch im Gedächtnis zu bleiben? Ja, so Sendungen wie jetzt mit dir zum Beispiel, dass uns Leute die Möglichkeit geben, uns zu präsentieren und uns auch zu unterstützen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an dich. Danke. Nutzt ihr eure Social Media Kanäle, um irgendwie auf euch aufmerksam zu machen, immer mal wieder? Ja, machen wir auch. Jetzt natürlich nicht jeden Tag. Also was wir jetzt zuletzt gemacht haben, ist halt auch aufzurufen für andere zum Beispiel auch da zu sein. Ne? Deswegen haben wir jetzt ein Konzert in Planung, was wir dann machen wollen, wenn die, jetzt hätte ich fast gesagt Corona-Party, wenn die scheiß Corona-Party endlich abgebrochen wird und wir alle wieder frei sein werden. Erzähl uns ein bisschen mehr dazu. Was habt ihr da geplant oder euch gedacht? Ja, wir haben halt überlegt, wir müssen das machen. Gerade für die Leute, die jetzt in ihrer Existenz wirklich bedroht sind. Und dazu gehören natürlich auch die Locations. Und seit dem letzten Konzert, was wir gespielt haben im Resonanzwerk, gehört das Resonanzwerk mit zu unseren absoluten Favoriten. Und So wir haben dann geil. überlegt, ja, wir haben dann überlegt, dort ein Konzert zu geben. Und ja. Wir haben noch einen Kochfreund. Kochfreund, das hört sich auch geil an. Der Mario mit seinem Esszimmer, der Und der ist hier Koch. in der Ecke, der uns auch in der Vergangenheit schon unterstützt hat, der auch bei der Release-Party für die Leute gekocht hat. Und der Sehr jetzt lecker. natürlich auch sehr eingeschränkt ist in seinen Möglichkeiten. Und da haben wir überlegt, da machen wir halt ein Konzert, das trägt den Namen Still Alive Break 2020. Man kann über unsere PayPal-Adresse für 10 Euro aufwärts ein Ticket erwerben und dann schauen wir, was passiert. In der letzten Zeit ist es schon gut angenommen worden, aber da geht natürlich noch viel mehr. Aber wir versuchen da jetzt in naher Zukunft noch so ein paar Bundles oder so zu machen und immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Was ist eure Obergrenze? Wie viele Leute dürfen maximal dabei sein? Im Resonanzwerk, ich glaube, weiß ich nicht, 600, 700? Flo, sag mal. Ja, ich glaube, 400, ich glaub, bei 450 ist es rappelvoll ohne Oberränge und so 550 ist dann mit Oberrängen. Ja, oder so. Das wäre natürlich ein Traum, ne, wenn wir das schaffen würden. Ja, einfach
für Resonanzwerk, für Mario, fürs Esszimmer. Also das Ziel ist wirklich, den Laden voll zu kriegen, um damit einen kleinen Beitrag zu leisten, dass diese beiden, ja, sage ich jetzt, Institutionen, dass sie weiterleben können. Genau, aber nicht nur die. Also auch ihr habt dann Spaß, wenn ihr da seid. Ja, natürlich. Die haben Spaß, der Ja. Laden hat Spaß. Das ist halt so eine Sache, also bei Konzerten generell, da ist ja nichts Negatives dran. Es wird ja, es hat ja keiner irgendeine Art und Weise einen Nachteil davon, außer jetzt aktuell sich da eventuell anzustecken, aber sonst ist es ja der absolute, ja, Hammer. Also wer noch nie am Konzert war zum Beispiel, Leute gibt es ja auch, kommt mal, wir beißen nicht. Ja. Wir wollen halt auch noch auf andere Konzerte noch im Resonanzwerk gehen oder halt mal bei Mario wieder unsere Currywurst essen. Wie auch in zig anderen Läden und Restaurants oder Imbissbuden natürlich. Und ich hoffe, dass sich da auch andere Musiker noch zusammentun, um auch andere Locations zu unterstützen. Ihr habt das ja jetzt nicht nur, dass ihr alleine da als Band seid, ihr habt ja auch schon Partner mit dabei, so musikalische Partner. Wer tritt denn mit euch dann auf, wenn das zustande kommt, der Termin, oder wenn der Termin nicht zustande kommt? Ja, ich hatte direkt meine Freunde Metallica mussten absagen. von Blackwell gefragt und ja, der Franco, der hat sofort zugesagt. Auch vor dieser Stelle nochmal mille grazie. Und ja, ich hoffe, dass wir da noch ein, zwei mehr Acts dazu gewinnen können. Und wie gesagt, da sind wir jetzt gerade noch so auf der Suche. Sucht ihr bestimmte Stilrichtung oder das komplett offen? Ja, in erster Linie ist es komplett offen. Ich denke, wenn das irgendwann dann soweit sein wird, ist den Leuten auch im Endeffekt scheißegal, ob da jetzt Rock, dann gibt Punkrock, was weiß ich, Garagenrock, Dover-Rock oder sowas gespielt wird. Hauptsache, man kann zusammenkommen und Party machen und feiern. Darum geht es ja dann auch in erster Linie. Ja, richtig. Einfach das unterstützt. Also wenn wir Leute haben, die eine Band haben und euch gerne unterstützen möchten, können die sich ruhig auch mal bei euch melden, dass man sich vielleicht mal abstimmt. Sehr gerne, sehr gerne. Freuen wir uns drüber. Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt schon. Wir haben Essen, Getränke, wir haben eine gute Location, wir haben mindestens zwei gute Bands. Und jetzt brauchen wir noch viele Leute, die mit dahin kommen. Genau. Und vielleicht noch die eine oder andere Band oder vielleicht ein Comedian. Markus, ruf mich an. Ruf mich zurück. Und dann schauen wir mal weiter. Hauptsache, irgendwann ist mal absehbar, wann dieser Horror ein Ende hat. Ja, klar, das ist also unser aller Problem, glaube ich. Wir hängen alle so ein bisschen im erzwungenen häuslichen Gefängnis, bis auf die, die wie dich weiterarbeiten gehen dürfen und den Menschen helfen, die sich nicht selbst helfen können. Das muss man einfach mal sagen. Genau, ja. Ja, ganz wichtig. Und auch da muss man, glaube ich, nochmal, selbst wenn es nicht ganz zum Thema passt, danke sagen an all die in dem Bereich tätig sind und sich tagtäglich dem Ganzen aussetzen, um für andere da zu sein. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man nicht vergessen darf, gerade heute. Nein, definitiv. Also auch von der Stelle hier nochmal vielen Dank an alle. Auch hier an alle in der Lebensmittelbranche, LKW-Fahrer. Alle, die jetzt dazu beitragen, dass der Laden am Laufen halten wird, sozusagen. Ja, ganz wichtig. Ihr habt schon gesagt, euch kann man hören bei Spotify. Wir haben Apple Music, wo man euch hören kann. Amazon kann man euch euer Album auch kaufen. Genau, Kann man für richtig. euch Merch irgendwo erstehen? Genau, Merch kann man auch über unsere Seite erwerben, T-Shirts, Pullis, Tassen, alles, was man so braucht, wenn man wenig zum Anziehen hat oder einfach mal sich von den Klamotten her verbessern möchte. Und wenn man was fürs nächste Konzert haben möchte, natürlich passendes Outfit. Definitiv. Auch ganz Definitiv. wichtig. Genau, wir wollen die Rauten sehen. Genau, wir wollen die Rauten sehen. Ja. Ja, ihr habt ein schlichtes, aber sehr cooles Shirt, auch von der Verarbeitung, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das ja Ja. damals auch erstanden und von der Qualität her schon echt klasse. Cool, freut uns. Ja. Habt da die richtigen Hersteller ausgewählt. Ja, definitiv. Das weiß man ja Ja, vorher der auch Weinhold, der schon. sitzt jetzt auch gerade im Keller und näht neue Shirts. Ja? Macht da alles in Eigenregie und seine Frau macht mit, das Kind macht mit. Schönen Gruß an dieser Stelle. Wieder was Neues von euch. Habt ihr schon was Neues geplant, ja? Ja, wir planen da gerade was. Also wahrscheinlich auch dann fürs Still Alive Break Konzert. Und wir gucken, dass wir da noch was aus dem Hut zaubern, sozusagen. Klingt auch schon mal spannend, da können wir uns ja schon mal drauf freuen. Ja. Möchtet ihr noch irgendwas loswerden zu Ende unseres Gesprächs? Wir haben euch lieb.
Ja, Vielen Dank. bleibt alle gesund und unterstützt Menschen, die es jetzt momentan schwerer haben, und haltet euch an den Abstand. Es bringt jetzt gar nichts, cool zu sein oder sonst was. Wir müssen jetzt wirklich vernünftig sein und es durchziehen sozusagen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald nach der Corona-Krise wieder und dann rasten wir kollektiv aus. Wow. Merkt euch das. Lernt die Songs, Kinders. Alle Songs. Vor Genau, allem Bands, die kommen. wir verlinken die Musik und dann könnt ihr euch schon mal vorbereiten, Tickets kaufen für die Stiller Live-Tour. Und wenn ihr es selbst nicht leisten könnt, redet drüber, sagt es weiter, das ist auch manchmal ganz wichtig. Auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, lieber Roger, lieber Flo, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen Volker, vielen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast und uns eingeladen hast. Bis bald Ja, mal. sehr gerne. danke. Bis dahin, macht's Wir gut. hören uns. Haut rein, Bleibt ciao. gesund. Back to you.